Nice. Ich glaube, den haben wir besiegt. Angriff freigeschaltet. Auf die Größe kommt es so gar nicht an. Staunst mich immer wieder, Jack, aufs Neue. Du bist echt der Größte. Wo hat Dor das denn stecken? Wasch das bloß vorher ab. Eine neue Waffe. Eine Sichel. Genau die richtige Waffe. Für den Pumpkin Jack. Ich gehe da mal schlafen, ausruhen, wie man es nennen will. Wenn man krank ist, bin ich so müde. The tides are finally starting to turn for Jack and his team. Finally, they're catching up to the cold-hearted wizard. Much to his unrelenting anger. Discovering a human city fighting to keep the devil's monsters at bay, Jack barges inside as a conquering hero to the darkness. Even with the soldiers doing everything they could to stop Jack from getting inside the city, Jack broke through their defenses and laid siege to the castle town. But as he broke into the city, so did the mindless monsters outside. Now caught in the middle of war for the heart of the city, Jack was forced to slay the mighty Dor and crush the humans' resistance at the same time. But his efforts have surely paved the way to victory, as the gates have been opened to a massive cemetery beyond the city. Amongst the tombstones and coffins, Jack is sure to find the key to tracking down the conniving wizard. Ja, hier mit der neuen Waffe sind wir jetzt im nächsten Level angekommen. Setzen hier gleich wieder das Level in Brand. Weiter geht's. Wir sind jetzt hier auf einem Art Friedhof. Ein Friedhof. Warum muss das ausgerechnet ein Friedhof sein? Habe ich es doch richtig gedacht. Ein Friedhof. Und wir sind der Sansenmann. Grabschändigung. Okay, auf geht's auf den Friedhof. Wir sollten die Ruhe dieser Seele nicht allzu sehr stören, Jack. Ach. Die Ruhe der Seelen wird überbewertet. Okay, was gibt's hier zu sehen? Oh, ein neuer Charakter. Alles klar. Dann reden wir durch mal am besten mit ihm. Und wir gucken erstmal, wo wir den Krähenschnabel kriegen. Krähenschnabel. 1 von 20. Ja, wie gesagt, 100% Jagd machen wir nicht. Aber so ein bisschen. Ein bisschen alles erkunden und die Krähenschnäbel einsammeln, die wir hier vor unserer Schnauze haben. Schadet ja nicht. Den Friedhof in Brand gesetzt. Schade, das Grab können wir nicht zerstören. Das schon. Friedhofskapelle. Okay, da kommen wir glaube ich nicht rein. In die Kapelle kommen wir gerade nicht rein. Okay. Was gibt's da drüben? Bevor wir jetzt hier mit dem Kollegen reden, ziehen wir ihn erstmal an. Hier gibt es noch einen Krähenschnabel. Ein Toter. Den haben wir wohl die Ruhe gestört. Die Waffe finde ich doch einigermaßen in Ordnung. Mit der können wir doch kämpfen. Krähenschnäbel. Auf dem Dach vielleicht.
Nee, da oben ist einer. Ein Stapel. Okay. Jetzt Stress mit Skeletten. Der Kollege will immer noch nicht aufgeben. Sehr gut, ich glaube, wir sollten mal mit dem Kollegen rein. Huhu, Tankchen. Du siehst aus, als würdest du ganz gut hierher passen. Huhu. Ich habe schon viel zu viel Zeit auf Friedhöfen verbracht, Kobold. Ich rede nicht von diesem Friedhof. Huhu, huhu. Ich meine den anderen Friedhof. Was redest du da? Welch hinter diesem Tor liegt der innere Friedhof, auf dem allerlei Monster sich tummeln. Gargoyles, Geister, Skelette, sogar ein Zauberer. Oh, zu dem Zauberer müssen wir hin. Da wollen wir hin. Der Zauberer, er ist hier. Lass mich durch, du Kleiner. Freut mich, wenn ich dir helfen kann, hoho. Aber, ja, kann nicht jeder so einfach reinspazieren. Du musst eine Prüfung bestehen. Willst du auf den Friedhof gehen? Hoho, von mir aus, wie sieht diese Prüfung aus? Um das Tor zu öffnen, benötige ich die Macht dreier Zauberbücher. Jedes dieser Zauberbücher wird in einer Gruft hier in der Nähe aufbewahrt. Eins hier vorne und zwei weiter dort hinten drüben. Besorge alle drei Zauberbücher, dann darfst du vorbei. Hoho. Was habt ihr alle mit euren unnützen Nebenquests? Allerdings. Okay, die Gruft ist jetzt offen. Da müssen wir hinein. Ach du Scheiße. Ab in die Gruft geht das jetzt. Spitze Fehler. Jetzt werden wir hier gepfählt. Gepfählt werden wir hier. In der Gruft. Verdammt. So überlegen war das hier nicht lange. Auf diese Taktik. So, die Bücher haben wir. Mit. Huhu, das ist die richtige Einstellung, Jack. Ich benötige noch zwei weitere. Okay, das dürfte ja nicht so schwer sein, vor allem weil wir jetzt geheilt wurden. Also hier geht's weiter. Gleich in die nächste Gruft. Ist ja hier kein Hindernis, das ist ja. Das kriegen wir doch hin. Einfach nur Bezacken springen. Gar keine Ursache. Das kriegen wir hier vielleicht sogar ohne Schaden hin. So. Ein bisschen Geduld. Sehr gut, ohne Schaden. Jedoch, so schwer ist das nicht. Hoho, und noch eins. Jetzt fehlt nur noch ein weiteres und wir sind fertig. Schon unterwegs, am brennenden Baum vorbei. Ich wollte ein bisschen Statuenschändigung machen. Aber gut, hier ist noch ein Quellschnabel, den nehmen wir natürlich mit. 25 hier schon auf dem einen Friedhof. Ist ein bisschen Feuer. Wir können auch einfach mal durchrennen hier. Es ist so viel Energie haben wir ja. Wenn wir Ratten nicht im Weg wären. Und Rücksicht auf Schaden. Einfach mal durchrennen hier. Geht auch. Ist hier kein Hindernis. Kein Hindernis für uns. Jetzt haben wir alle drei Zauberbücher. Mach einen Schritt zurück.
wird er sich öffnen, das Tor. Okay, Quest erledigt. Weiter geht's. So ist's besser. So, weit geht's. Hier muss gesprungen werden. Das ist ja das reinste Tollhaus hier. Ja, bisher noch nicht so schwierig. Es kommt wahrscheinlich gleich noch, aber ist jetzt hier ordentlich was im Brand. Die unbesiegbaren Dinger hier. Das nervt auch ein bisschen. Die nerven schon ein bisschen die Leute hier. Die gestörten Geister. Ja, gestört sind die hier wirklich. Die haben gleich noch einen Sniper oder was? Das fehlt mir ja zu meinem Glück noch. Sniper sind das nicht, aber Sniper haben wir jetzt hier nicht mehr. Den Armbrusttypen. Und jetzt hier rüber. Ein weiter Sprung. Hier wird ein bisschen Feuer. Feuer gegen. Ist noch eine Krähe. Krähenschnabel. Das war's wert. Okay, da hoch jetzt oder was? Ich befürchte es, dass wir hier hoch müssen. Vielleicht nicht unbedingt einen Brand auslösen. Schon passiert. Und hops, da geht's runter. Gargoyle. Ja, Kollege hier geblieben. Er besiegt uns noch hier. Das kann's doch nicht sein. So, Gargoyle besiegt. Ein bisschen Heilung. So, wo müssen wir jetzt links? Hier vielleicht. Darüber unter Umständen. Aber wie? Ach so, hier geht's hoch. Verstehe. Und der Turm steht komplett in Flammen. Haha. Über die Gemäuer müssen wir rüber. Kann man in die Grotte rein? Da gibt es doch bestimmt einen Krähenschnabel, den wir rein könnten. Nee, hier müssen wir nicht lang. Wird ja spannend hier. Weiter Grabschändigen. Ich versuche da nur rüberzukommen. Das war klar. Jetzt werde ich hier nochmal sterben. Kein Feuer legen. Und was bleiben lassen können. Das muss bleiben. Krähenschnabel. Hier oben gefunden. Ich dachte, du wärst ein Krähenschnabel.
verdammter Mist. Haben wir ihn jetzt besiegt, den Kollegen? So, darüber. Ein Speicherpunkt. Sehr gut, und weiter geht's. Wieder ein Gargoyle. Na komm. Uff. Es kostet viel Energie, so ein Gargoyle zu besiegen. Es sollten vielleicht nicht viele auf einmal kommen. Es ist zu ruhig hier. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, Jack. Ich habe ein mieses Gefühl, dass das jetzt hier schon das letzte Level ist. Es wird dann dem Hexer begegnen. Ein Zauberer. Warte, hörst du das? Was soll ich denn hören? Gargoyle. Er kommt direkt auf uns zu. Ja. Angeblich mit der Leertaste, aber das tut's nicht. Was soll ich denn hier tun? Wir werden vom Gargoyle verschleppt. Höhensteuerung. Ah, verstehe. Ja. Das klappt ja super. Ach so, ja, langsam verstehe ich. Das ist aber eine wilde Fahrt hier. Müssen wir vielleicht mal höher. Das klappt noch nicht so ganz wie gewünscht. Aber immerhin, die Störung haben wir schon halbwegs raus. Uha, hier lang. Dadurch. Bald haben wir es. Ja gut. Ist jetzt unsere letzte Quest hier heute im heutigen Stream. Das mal zu überleben. Uha. Na komm. Nicht so viel Schaden nehmen. Check. Ah, verdammt. Die Gemäuer hier sind zu doll im Weg. Dann verletzt man sich doch immer mit vor. So weit waren wir noch nicht. Langsam kriege ich es gebacken. Wir haben schon ganz andere Sachen gebacken gekriegt hier. Links und rechts müssen wir steuern und ab und zu mal wieder nach oben. Oha, eine rasante Fahrt. Jetzt nicht quer durchs Gebäude durch, Mann. Verdammt. Nicht quer durch die Gruft durchziehen. So belebt man das nicht. Ja, hier. Na. So wird das noch nie was. Wir kommen weiter, wir kommen Stück für Stück weiter. Irgendwann haben wir es doch durch Zufall. Die Draisinen rennen mit den Skeletten im Kriegsgebiet, das haben wir auch überlebt. Das ist doch hier
Lass doch mit ein bisschen Aufmerksamkeit. Guck mal, das hier hin. Konzentration ist das Wort, was ich suchte. Das ist aber eine wilde Fahrt hier mit dem Gargoyle. Oh wei. Fast keine Energie mehr. Da sind wir tot. Dreimal versuche ich es noch. Mehr bringt wahrscheinlich die Zeit auch nicht mit. Na komm, jetzt ein bisschen Eleganz an den Tag legen. Dann komm hier hoch und runter. Na komm. Durch und hier hoch. Wird Multitasking verlangt. Naja, hier jetzt nicht so sehr. Aber Geschwindigkeit, Reaktionsvermögen ist jetzt hier schon. Wäre hier schon wichtig. Reaktionsvermögen. Oh wei. Lass mich quer durchschleifen. Bringt uns dann auch nicht viel, es durchschläfen zu lassen. Ich bin gespannt. Ich werde noch ein paar Versuche machen. Ich bin gespannt, wo wir den letzten Safe Point haben. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Und ich jetzt hier aufhöre bei diesem, das jetzt hier quitte. Und dann beim nächsten Mal starten. Bestimmt noch ein bisschen weiter vorne. Und das geht auch eleganter. Ach, das Tor geöffnet dann noch durch die Wand. Ein paar Mal können wir es noch versuchen hier. Vielleicht schaffen wir es durch Zufall auch noch weiter. Ist mehr Zufall als Glück. Als Geschick. Mehr Glück als Geschick, wollte ich sagen. Mit Zufall und Glück. Ach verdammt, nicht auf dem Boden schläfen. So, na komm. Sieht nach einer Sache für den nächsten Stream aus. Können wir frisch und geschädigt von den anderen Kämpfen, von dem Bosskampf und so weiter. Wir sind weit gekommen hier. Jetzt keinen Schaden mehr nehmen. Verdammt. Ich glaube, es ist besser, wenn wir das beim nächsten Mal ausgeruht und voller Energie nochmal versuchen. Meistens klappt das ja dann auch. Ich habe jetzt einen schweren Bosskampf hinter mir. Was ist das jetzt hier? Bin ich nicht mehr komplett bei der Sache. Und dann im nächsten Stream nochmal. Unverbraucht. Ja, nach 2 Stunden Stream ist das jetzt hier nicht mehr. Sind wir hier schon ein bisschen. Das dann im nächsten Stream hier mit voller Konzentration mal beginnen. Kann das schon was werden? Die 230 kriegen wir heute noch voll. Na komm.
32 Tote kriegen wir heute noch voll. Ansonsten mache ich hier gleich mal zu Ende. Na komm, hier rechts ausweichen, links ausweichen. Das ist ja besonders dämlich. Das Tor geöffnet, dann links durch den Pfeiler durch und dann Boden nochmal. Ja. Hätte man sich das Aufmachen auch sparen können. Ist ein bisschen frustrierend jetzt hier. Okay, hier waren wir schon mal. Das ist jetzt hier schon. Ich vermute, dass das hier schon relativ weit ist. Schon nah am Ende dran. Einen Versuch machen wir noch, einen letzten Versuch. Und dann würde ich das mal beenden. Jetzt nochmal einen konzentrierten Versuch. Jetzt mal hier. Konzentriert sieht anders aus. Jetzt hier mal ausweichen und nicht so der auf dem Boden lang. Ja, wie gesagt, unverbraucht und neu. Zu Beginn des nächsten Streams. Ja, das wird jetzt hier gleich ein Ende nehmen. Gut, in diesem Sinne, glaube ich, nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, im nächsten Stream, nächsten Aufnahme. Bis dahin habt ihr eine angenehme Zeit und wir sehen uns. Haut da rein. Ciao, ciao.